habt ihr gesehen in der letzten Folge, die ohne Ton war, weil wer will das manchmal schon hören, wenn ich hier Blödsinn labere, vor allem wenn ich zu lange nicht da war, dass wir den Filmregisseur besucht haben, da was vorbeigebracht haben, der war nicht ganz begeistert von der, ja, von der Fracht, beziehungsweise von dem Zustand der Fracht. Und ich habe hier gesehen, ich habe ja einiges noch auf dem Rücken, das heißt, ich muss nochmal zum Schrotthändler und dann nochmal hier zu dem anderen Typen. Schauen wir mal, also hier läuft gerade, hier ist der Bot unterwegs. Und hier ist eine Mission, die soll ich zurück nach Lake Nod City bringen, denn dort geht die Story, die eigentliche Story, erst weiter. Sind aber 522 Kilo, wo ich mir denke, Moment, stopp. Das ist verdammt viel. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Am besten ist es eigentlich, dass ich irgendwo ein Auto organisiere und dann das wegbringe. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Jetzt geht's aber erstmal zurück zum Schrotthändler. Heute mit meinem Sound. Man glaubt es kaum. Und das Schöne ist, hier gibt es eine Treppe. Das ist hier jetzt alles angeschlossen. Verteilerzentrum südlich von Lake Nod. Nee, da will ich nicht hin. Aber dort ist das, wo ich hin will. Da ist der Schrotthändler. Das heißt, Markierung nehmen wir dort weg, Markierung setzen, er macht uns eine neue Route, alles klar, los geht's. Weit ist der Weg jetzt nicht, also, I hope so, aber wir haben die Möglichkeit, dass man hier ein bisschen jumpen können. Wer hat das denn hier gelassen? Das nehme ich mit. Ja, also schaden kann das hier auf keinen Fall. Und ich gucke lieber nochmal auf die Karte, weil hier ist. Ja, hier sind nur Mules. Ach, was, stören die mich denn? Nee, das ist das andere. Ich muss dahin, genau. Das heißt, ich kann eigentlich schräg rüber. Das heißt, ich kann hier mal die Route zeichnen, wo ich gerade bin. Genau. So weit ist das nicht. Hier sind die Mule, glaube ich. Ich habe das alles vergessen. Das ist so schlimm. Da muss ich jetzt nicht hin. Und wichtig ist das, glaube ich, wenn ich mit dem Auto hierher fahre, dann sollte das einfacher werden, zurück nach Lake Nord City zu fahren. Vor allem, wenn es um 500 Kilo geht. Ja, also ist doch eine ganze Menge. So, wo habe ich mein Ziel? Dort habe ich mein Ziel. Na, genau. Alles gut. Los geht's. Zu mir. Ich weiß auch nicht, warum hier so komische Steine alle rumliegen. Das nervt ein bisschen. Aber das geht schon irgendwie. Oh, hier ist eine Straße. Sehr gut. So was habe ich da besucht. Oh nö. Ist hier noch Regen? Regen ist nicht so schlimm. Regen ist nicht so schlimm. Mal vollladen. Komme ich da irgendwie hoch? Ist hier irgendwo was, wo ich... Hilfe! Na doch, ich komme da lang. Es ist nicht optimal. Hoppala. Hoppala. Es ist, wie gesagt, nicht optimal, aber es gibt doch noch Möglichkeiten, hier lang zu fahren. Aber ich hätte gern ein großes Auto. Oh Mann! Kann nicht so schwer sein. Womit ich dann die 500 Kilo holen kann. Wir gucken mal, was die anderen noch auch für Aufträge haben. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall beim Schrotthändler. Das ist schon mal gut. Die arme Sau, die ihr Motorrad dort hingestellt hat und sich jetzt gedacht hat, ah, das hole ich mir dann irgendwann wieder. Nee. Holst du nicht. Weil ich mir das gekrallt habe. Und es mir wohl getan hat. So, das sind die beiden, die wir schon kennen. Hallo, ihr zwei. Ja, sag sie ruhig auf Händen, ist mir wurscht. Ja, Terminal aktivieren. Sehr gut. Angeforderte Fracht liefern. Über den Zustand redet man nicht. Aber es ist vollständig. Und das ist, ich glaube, wichtiger. So. Damit der uns vielleicht noch eine Kleinigkeit schenkt, ich weiß es nicht. Wir haben ja in der letzten Folge die Sonnenbrille vom Regisseur bekommen. Und jetzt, ihr wisst ja, die Sterne lohnen sich, umso besser ist, da werden die Belohnungen. Hallo Sam. Da sind beide. Hey. Wie nervt mich denn jetzt schon wieder? Wow, sieh mal einer an. Das ist mehr als genug für uns. So. Okay, da gibt es Möbel auf jeden Fall. Ja, ihr seht das schon.
wir gleich mal weitergehen, weil ich habe, glaube ich, noch was für das Verteilzentrum. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht kriege ich da auch den LKW. Ich weiß es nicht. Ich habe wieder mal überhaupt keinen Plan. Aber das willkommen bei Death Stranding. Das muss so. Ja. Bei DHL, Hermes, UPS und wie sie nicht alle heißen, ist es genauso. Ach hier, Geschwindigkeitsskelett Nummer 2. Ja, ich bin von dem Kraftskelett eigentlich mehr begeistert. Das Geschwindigkeitsskelett ist nicht meins. Mag ich nicht so. Aber... ah, 3,5 Sterne. Das ist gut. Das gefällt mir. So. Ja, ein bisschen. Eine oder mehrere Bots haben ihre Lieferung abgeschlossen. Das finde ich gut. So, Empfänger. Oh, zerstört. Oh nein. Bitte nicht. Ja, das war dann nicht ganz so gut. Da ist der Bot ein bisschen verloren gegangen. Kann passieren. Ist nicht weiter schlimm. Also, so halb. So, was haben wir denn jetzt für mich? Gerne etwas schenken. Echt? Das ist aber nett. Kleine Aufmerksamkeit. Ja, bitte. Hast du Platz dafür? Na, aber sicher. Na, ich bin gespannt. Er hat dir eine modifizierte chirale Leiter geschenkt. Was kann die? Modifizierte chirale Leiter, aber was kann die denn? Eine selbstgebaute mit Chiralium beschichtete verbesserte Version der normalen Leiter. Sie ist leichter und belastbarer als die Grundversion und hält zu Leitringen länger stand. Ah! Kann sie nicht mit chiralen Druckern hergestellt werden. Okay. Zum Transport kann sie eingeklappt werden, aber voll ausgeklappt ist sie 10 Meter lang. Als, kann als behelfsmäßig Brücke dienen, wenn sie waagerecht hingelegt wird. Das kennen wir alles. Das ist eine schöne Geschichte. Nehmen wir natürlich mit. So. Auf dem Rücken tragen. Sehr schön. Das finde ich cool, dass sie uns ein kleines Geschenk gemacht haben. Mega an der Stelle. Ich melde mich, wenn wir Aufträge haben. Ja, das ist lieb. Ich guck trotzdem mal rein. Ich will ja eigentlich in das Hauptzentrum. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, also wir gucken mal, was jetzt da ist, was auch die Bots mitnehmen können. Die kriegen natürlich auch Aufträge. Ja, Metalle und spezielle Lieferungen. Das ist gut hier für den für die chirale Künstlerin. Ja, sieht doch ganz gut aus. Können wir unsere Bots ein bisschen benutzen. Ich kann ja auch, glaube... ne, ich kann wieder nur einen für den Bot. Ist aber nicht das Problem. Zack, dann geht der erste weg. Wir haben ja mehrere Bots, das ist ja das Schöne. Ihr kennt das ja. Sehr schön. So, Terminal aktivieren, das ist ja mal das Doofe. Oh. Oh, na gut. Was haben wir noch? Aufträge für Sam. Das ist gut. Prototypenlieferung, Verteilerzentrum. Nehmen wir natürlich mit. Gucken wir mal, was wir noch für Standardaufträge haben. Nee, das möchte ich nicht. Leiter, Kletterverankerung. Leitern haben wir gerade erst. TCK, TCK. Auch Blutbeutel. Stiefel haben wir auch nur Level 2. Kraftskelett haben wir 3. Ich glaube, ich habe das auch an. Alles gut. Die Waffen ist alles klar. Anti-GD, Handfeuerwaffe, Bullagun. Also ihr seht, wir haben im Grunde eigentlich alles. Könnten direkt weiter. Lastschwebe habe ich mit dabei. Das heißt, wir brauchen nichts. Und werden jetzt hier weiter stolzieren. So. Das sieht so schwer beladen aus, dabei ist es gar nicht so. Oh, das machen wir mal weiter. Gucken wir, was er noch so hat. Ein Standardaufträgen. Wir haben was für den Handwerker. Wir haben Bergung, Rostlösungsmittel. Ja, warum eigentlich nicht wirklich? Und Lieferung spezielles Glasverarbeitungswerkzeug. Das machen wir ein andermal. Jetzt gehen wir hier weiter. Dafür gehen wir mal kurz. So. Vorrat ist da, sehr gut. Gehen wir mal kurz auf die Karte. So, was haben wir denn für Fracht mit dabei? Wir haben den Prototyp. Verteilerzentrum, 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 Verteilerzentrum. Alles gut. Also es muss alles in dieselbe Richtung. Das finde ich sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch von hier
Also, da wo ich stehe, nach dort. Und dann kennt ihr euch da schon wieder aus. Das heißt, einmal hier komplett durch das Gebiet. Ich dächte aber, dass das hier... Genau, hier sind Mule. Waffentechnisch bin ich ja ausgestattet. Das ist die GD-Handfeuerwaffe. Hab ich glaube nicht so, aber ist egal. Wir fahren da einfach mal durch. Los geht's. Aua, aua. King ist schon hin. Na, ich glaube, hier gibt's GBs. Guck mal. Ja. So, über den Weg. Bleib doch mal stehen, ich will hier was machen. Das ist manchmal ein Vollpfosten. Gut, ich bin auch ein Vollpfosten, weil ich bin einmal komplett falsch gefahren. Ich muss in diese Richtung. Ah, ich will wieder. Schuld ist hier irgendwer anders. Man hat mich gesehen. Funktioniert das Echolot? Auch dieser beschnackte Graben, in den ich schon mal reingefallen bin. Das soll natürlich nicht noch einmal passieren. Deswegen nehmen wir hier die Brücke, die irgendjemand gebaut hat. Vielen Dank an der Stelle. Oh, vielen Dank. Und weiter geht's. Das hat man. Oh, da hinten kommen sie schon, die Jungs. Dort hin muss ich. Lasst mich in Ruhe. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich weiß, ich brauche den LKW, aber den hole ich mir ein andermal. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Sucht euch ein A. Oh! Das war sehr knapp. Wie kommt man denn über diese blöde Brücke? Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Scheibe. Oh, da ist einer. Den hol ich mir. Oh! Alles gut, Bibi. Das war so... Das war so geplant. Das musste so kommen. Das war alles im grünen Bereich. Ja, ist da mal gut hier. So, wo muss ich jetzt hin? Oh mein Gott. Einmal komplett verkackt. Oh. Oh oh. Komm her. Komm, klopp den nieder hier, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So. Guck mal hier, gut hier. Was soll denn der Mist? Au. Na, kommt her, ihr zwei. Hier ist der Gegner. Hier ist der Gegner. Ja, hier, wo ist denn der Gegner? Wieder die falsche Taste gewählt. Scheibe.
Ich hasse es. I hate it. Hau den doch einfach mal um. Das ist auch nur eine Pappnase. So, der nächste. So, der nächste. Noch ein. Habt ihr wohl nicht alle, ihr Schlümpfe. So, jetzt muss ich erstmal mein Zeug wieder finden. Die haben erstmal nur meine Leiter mitgenommen. Okay, hier ist mein Schlitten. Oh ne, nicht schon, noch einer. Ist doch mal gut hier. Wer hat euch denn mit einem Klammerbeutel gepudert? Schweber befestigen. So. Jetzt gucken wir mal. Es kann doch nicht wahr sein hier. So, weiter geht's. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Dürfte man mir jetzt sagen, wo ich hin darf. Das bist du. Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Okay, der ist weg. Ah, der nächste, der mich haut. Okay, ihr habt so den Hintern voll. Eine Möglichkeit, hier irgendwie rauszukommen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Oder doch, ich habe eine Ahnung. Ich sehe einen Ausweg. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen geschafft, aber er hat es gut gemacht. Na gut, ich kann nur irgendwie hier wieder rauskommen. Auto steht natürlich auf der anderen Seite. War irgendwie zu erwarten. Aber okay. Sieht wie ein Fahrt aus. Hier ist Sam! Genau, hier ist Sam, wisst ihr Bescheid. So muss es sein. Ich kann ja mal den Schweber hier ein bisschen wegmachen. Schweber 1 laden. Eigentlich nicht. Schweber festigen. Nee, du sollst den eigentlich einpacken. Hey, das ist, ich bin schon wieder sowas von zu doof dafür. Da ist er. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nur genervt seid, weil irgendwas wieder mal nicht so will, wie ihr das gerne möchtet? So geht's mir gerade. So, da will ich hin, dort kann ich wieder mal pennen. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht mit Sam, weil er nur unterwegs war. Aber es wird ihm gut tun. Definitiv. Jetzt können wir auch mal sehen, wie sich hier alles verändert hat.
bin ich sehr gespannt. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. So, nach Monaten der Wiederkunft, der Einsamkeit, bin ich endlich wieder hier. Anzug wird dekontaminiert. Und wie, jetzt freut sich keiner, weil ich hier bin. Gibt's aber Ärger. Aber mein Auto steht hier, wie geil ist das denn? Dieses Auto, was da steht. Danke. Ah, jetzt ist es kurz hängen geblieben, aber wie gesagt, das Auto, was hier steht, das ist das Auto, was ich mal geklaut habe und mich bewusst damals entschieden habe, dass ich es nicht mitnehme. Und es ist noch da. Yay. So, wir haben die Aufträge abgegeben, oder wir geben sie jetzt ab. Jedenfalls etwas. So. Und dann geht's für mich zurück nach Lake North City. Bin ich echt begeistert. Warst lange unterwegs, was? Ja, war ich. Echt, ich hoffe, ohne Scheiß. Nacht geht's so gut wie dir. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, du warst einmal runter gewesen. Immer der Richtige für den Job. So, dann haben wir das zumindest. So, in deinem privaten Raum wurde eine neue Funktion hinzugefügt. Rucksackanpassung, das ist schön. Wie gesagt, Sam wird sich hier gleich mal aufs Ohr hauen. Einfach mal pennen, das hat er sich verdient. Na, der ist sowas immer hintern. Darf auch mal sein. Alles gut. Ein oder mehr haben... Ja, Putzen auch für dich. Sehr schön. Viel zu viel Schaden gemacht, aber so ist es halt manchmal. So. Gut, das haben wir alles. Gucken wir gleich, ob die Bots noch mal was machen können. Das sind also seine Sachen. Motor und Tasche. Was? Die sind anders als unser normales Zeug. Neue Typen, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat. Hab schon gehört. Scheinbar schon. Er sei ein Profi. Aber trotzdem. Echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung. Mhm. So, und das HQ will gar nicht mit mir reden. Hey, die Leute vom Verteilerzentrum haben gerade die Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Mhm. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Mhm. Ich hoffe jedenfalls, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Mhm. Okay. Gute Arbeit. Viel heiße Luft drum. Nichts. Weitere Informationen. So, mal gucken, ob wir irgendwas haben. Wir haben Aufträge für Sam. In Lake North City. Also alles führt jetzt aktuell nach Lake North City. Da geht's als nächstes hin. Was? Lieferung von Nähzeug an die Cosplayerin. Die ist neu. Das können wir eventuell in der nächsten Folge machen, bevor wir wirklich die Reise zum Hauptzahl und damit auch die Story weiterverfolgen. Standardaufträge erstmal sind mir egal. Ingenieur, der Alte, Handwerker, Schrotthändler. Ich würde ja gerne an den Regisseur liefern, aber irgendwie will der nicht. Na gut, kriegen wir die mal wieder los. Ja, hier ist immer ganz wichtig, dass die beschäftigt sind. Ja, die rosten sonst. So, nochmal. Ja, super. Geht wieder nichts mehr. Was haben wir jetzt hier noch? Ich kann ihn endlich herstellen. Meinen eigenen Truck. Wie geil ist das denn? Das finde ich mega. Werden wir auch gleich machen. Ich kann meinen ersten Truck herstellen. Na, aber volle Kanne machen wir das. Oh, einen auf jeden Fall. Und
hier die Bola-Gun, denn ich glaube, ich habe keine mehr. So. Haben wir das alles? Damit ich das nächste Mal einfach besser vorbereitet bin. So, und dann schicken wir jetzt Sam gleich mal auf den Rückenrahmen, genau. Ins Bettchen. Da ist das neue Auto. Wie geil ist das denn? Das finde ich mega, dass wir jetzt den Truck haben. Müssen keinen mehr klauen, sondern das ist unser eigener Truck. Das finde ich mega. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den irgendwie da wieder reinkriegen. Truck. Fahrzeug einlagern, bitte. Ich find's mega, dass ich den Truck hab. Ihr hört dieses Rumgeeiere rum, dass ich immer welche klauen muss. So, jetzt geht's in den privaten Raum. Sam muss schlafen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da weiß ich noch nicht, ob ihr die Cosplayerin kennenlernt. weiß ich wie gesagt noch nicht. Auf jeden Fall werden wir gemeinsam nach Lake Nord City dann fahren. Und werden mal schauen. So, Sam, schlaf schön. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.